Wir haben gerade, Herr Kollege Trittin, das will ich Ihnen mit großem Ernst sagen, wir haben die Welt und auch wir in Deutschland haben übereinstimmend aus der Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die richtigen Lehren gezogen. Wir sollten aus dem Scheitern der parlamentarischen Demokratie in der Weimarer Republik im Feuer der Diffamierung der demokratischen Institutionen durch die Radikalen von rechts und links nicht auch wieder die falschen Lehren ziehen, sondern die richtigen Erkenntnisse. Übrigens, verehrte Kolleginnen und Kollegen, will ich dann zu manchen öffentlichen Debatten eine weitere Bemerkung machen. Wir haben nach der Bundestagswahl die Regierungsbildung in ungewöhnlich kürzer Zeit vollzogen. Und wir haben den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2010 in einer ungewöhnlich kurzen Zeit im Kabinett aufgestellt. Das haben viele zunächst gar nicht für möglich gehalten. Das war möglich, weil wir uns dafür entschieden haben, und es war auch für eine neue Regierung nicht selbstverständlich, dass wir die Ansätze des ersten Regierungsentwurfs, die wir in der vergangenen Legislaturperiode im Juli aufgestellt haben, lediglich um die im Koalitionsvertrag vereinbarten Sofortmaßnahmen zum 1. Januar 2010 ergänzt haben. Es ist in diesem Zusammenhang dann kritisiert worden, dass wir auf die Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung verzichtet haben. Abgesehen davon, ja, das ist ja in Ordnung, dass man es kritisiert. Ich setze mich ja mit dem Argument auseinander. Es ist unstreitig, dass es durch die geltende Rechtslage gedeckt ist. Und ich will Ihnen sagen, warum ich mich dafür entschieden habe, so zu verfahren. Weil wir andernfalls Monate länger gebraucht hätten, um einen Haushaltsplan mit einer fortgeschriebenen mittelfristigen Finanzplanung aufzuhalten. Wir würden da noch Monate weiter noch nicht einmal die erste Lesung durchführen können. Wir würden einen verabschiedeten Haushalt nicht vor Jahresmitte haben und wir würden bis in die zweite Jahreshälfte hinein mit den Regeln vorläufiger Haushaltsführung arbeiten müssen. Und das ist in einer so unsicheren konjunkturellen Lage nicht zu verantworten. Und deshalb haben wir uns für das andere Verfahren entschieden. Und dann will ich dann doch zu diesem Haushalt, damit man auch ein wenig bei der Einbringung die grundsätzliche Struktur unseres Bundeshaushalts sich wieder vor Augen führt, darauf hinweisen. Abgesehen von der hohen Neuverschuldung und von den Gesamtausgaben und Einnahmen ist es vielleicht einmal wichtig, einfach die wesentlichen Ausgabenblöcke des Bundeshaushalts zur Kenntnis nehmen. Wenn Sie die Sozialausgaben im Bundeshaushalt zusammenrechnen, also Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung, die Leistungen für den Arbeitsmarkt, für die gesetzliche Krankenkasse und das Erziehungs- und Elterngeld. Dann kommen Sie insgesamt nach dem vorliegenden Entwurf auf 176,7 Milliarden Euro. Das sind vom gesamten Haushalt 54,3%. Nein, man muss es zur Kenntnis nehmen, weil man dann auch weiß, wie die Spielräume in den Haushalten sind. Dann muss man gleich hinzunehmen, dass die Zinsausgaben 38 Milliarden in diesem Bundeshaushalt sind, 11,7%. Die Personalausgaben im Bundeshaushalt insgesamt belaufen sich alles zusammen auf 28 Milliarden, das sind 8,6%. Die flexibilisierten Verwaltungsaufgaben, wiederum alle zusammengerechnet, addieren sich auf 16,1 Milliarden, das sind 4,9% des Bundeshaushalts. Die Verteidigungsausgaben übrigens auf 31,1 Milliarden, 9,6% des Bundeshaushalts. Die Leistungen für Bildung und Wissenschaft und Forschung auf 15,4 Milliarden, 4,7% des Haushalts. Für Entwicklungszusammenarbeit auf 5,8 Milliarden, 1,2% des Bundeshaushalts. Für Verkehr insgesamt auf 12,6 Milliarden, das sind 3,9%. Für Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit auf 1,58 Milliarden, also knapp 0,5% des Bundeshaushalts. Nur um einmal die großen Ausgabenblöcke oder die Eckdaten des Bundeshaushalts hier beschrieben zu haben, damit man ein Stück weit weiß,
wofür in der Struktur unserer föderalen Ordnung im Bundeshaushalt insgesamt die wesentlichen Leistungen erbracht werden. Aber noch einmal zurück, der vorliegende Haushaltsentwurf mit seiner krisenbedingten Rekordneuverschuldung entspricht wirtschaftspolitischen Notwendigkeiten. Wenn, was allgemeiner, nationaler wie internationaler Entscheidungen entspricht und was wir alle dringend hoffen, die Krise in diesem Jahr zu Ende geht, dann werden wir diese Neuverschuldung ab 2011 den Regeln der Schuldenbremse des Grundgesetzes entsprechend zurückführen müssen. Das wird übrigens kein abrupter Kurswechsel sein, weil ja die, wie ich finde, klugen Regelungen, die wir im Zuge der Föderalismusreform II in das Grundgesetz eingefügt haben, eine allmähliche Rückführung der zu hohen Neuverschuldung vorsehen. Wir müssen bis 2016 die Schuldenbremse einhalten, 0,35% für das strukturelle Defizit im Bundeshaushalt des Bruttoinlandsprodukts und das in gleichen Jahresraten über 6 Jahre verteilt zurückführen. Das ist kein abrupter Kurswechsel. Wir werden, wenn wir in diesem Jahr ein strukturelles Defizit von etwa 70 Milliarden Euro, das strukturelle Defizit ist ein wenig anders als die Gesamtneuverschuldung im Bundeshaushalt haben, und das zurückführen in gleichen Jahresraten auf 10 Milliarden im Jahr 2016, dann reden wir immer noch von 60 Milliarden strukturellem Defizit im Jahr 2011 und 50 Milliarden im Jahr 2012. Also sollte niemand von einem abrupten Kurswechsel sprechen. Und so bietet diese Schuldenbremse einen entscheidenden Baustein für eine richtige Exit-Strategie, deren prinzipielle Leitlinien im europäischen wie im weltweiten G20-Rahmen generell unbestritten sind. Es wird gleichwohl, auch wenn es eine allmähliche Rückführung ist, eine finanzpolitische Herkulesaufgabe sein. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sie muss gemeistert werden. Und die Bundesregierung ist entschlossen, die Anforderungen des Grundgesetzes zu erfüllen. Und es muss uns auch allen klar sein, dass diese Aufgabe mit den herkömmlichen haushalterischen Maßnahmen alleine nicht zu bewältigen sein wird. Deswegen habe ich auch mal die Struktureckdaten des Bundeshaushalts kurz erwähnt. Die Aufgabe wird übrigens im Laufe der Jahre nicht kleiner. Wegen des Wirkungsmechanismus der grundgesetzlichen Bremse wird sie von Jahr zu Jahr größer. Und deswegen wird es im Laufe der Jahre nicht ohne gesetzliche Maßnahmen gehen. Aber das muss dann auch gründlich, Schritt für Schritt bedacht, öffentlich diskutiert und vor allen Dingen so begründet werden, dass es die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes nachvollziehen können. Und deswegen noch einmal, es macht keinen Sinn, jetzt einzelne Vorschläge isoliert in die öffentlich-politische Arena zu werfen mit der absehbaren Folge, dass sie allenfalls zerredet werden. Damit wäre niemand am Ende weitergeholfen. Kurzfristige, vorübergehend erhöhte Neuverschuldung zur Stabilisierung der Finanzmärkte und zur Bekämpfung noch schlimmerer Folgen des Wirtschaftseinbruchs und mittelfristige Reduzierung dieser Neuverschuldung ist also kein Gegensatz, kein Kurswechsel, sondern insgesamt Ausdruck einer auf Nachhaltigkeit und stabile Rahmenbedingungen angelegte Ordnungspolitik. Und im Übrigen ist Generationengerechtigkeit gerade vor dem Hintergrund unserer demografischen Entwicklung, wie wir sie in Deutschland und auch in weiten Teilen Europas erleben, genauso ein Gebot der Finanzpolitik wie etwa der Umweltpolitik. Andernfalls gibt es weder Nachhaltigkeit noch Generationengerechtigkeit. Ja, weil wir das. Deshalb rede ich die ganze Zeit davon. Ich begründe. Nur ein glaubwürdiger, auf Konsolidierung angelegter Kurs stärkt am Ende das Vertrauen von Konsumenten, Investoren, Finanzmärkten und allen anderen wirtschaftlichen Akteuren in den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und für stabiles Wachstum sind stabile Staatsfinanzen unerlässlich. Und ohne Haushaltskonsolidierung werden die langfristigen Inflationserwartungen und damit auch die langfristigen Zinsen steigen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir glaubwürdig in dieser Konsolidierungspolitik sind.